Hallo liebe Nerds, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Way of the Hunter. Ich kommentiere quasi einen Livestream von mir nach und weil das irgendwie alles nicht so funktioniert hat mit der Audio-Kommentarfunktion, wie ich mir das gewünscht habe, mache ich es jetzt einfach mal über diesen Weg. Also insofern, sorry, die Quali ist jetzt nicht super optimal, die wird aber noch besser als jetzt hier in diesem Bild. Aber hier kann ich eben immer mal zwischendurch pausieren und ich kann mit dem Cursor ganz toll Dinge zeigen. Und das ist jetzt der Punkt in-game. Da hatte ich mehr eine Ahnung als wirklich einen Anhaltspunkt da oben. Da hatte ich so in den Augenwinkeln irgendwas gesehen, war mir aber nicht sicher. Und wie ihr seht, mit dem Fernglas ist da, wie Sie sehen Sie nichts. Das könnte jetzt, könnte natürlich auch ein Ast sein, aber wir haben ja unser awesome Zielfernrohr, Gott sei Dank. Und da sieht man, gucke, das ist zumindest mal ein Wildtier mit Geweih. Da sieht man besser. Punkt 1, das ist die Quest, die ich hier oben gerade verfolge. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht. Deswegen hatte ich mich da zum Teil sehr gewundert. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was das für eine extreme Marathon-Quest wird. Das wird richtig lange dauern. Weil einem dieser Fitness-Faktor hier, der wird einem leider erst dann angezeigt, wenn man den jeweiligen Hirsch bereits geschossen hat. Und super. Also das wird ein ganzes Weilchen dauern. Hier unten leicht verdeckt jetzt durch den Timebalken, aber ihr seht, der Wind ist super, super, super vorbildlich. Dann machen wir gerade mal nichts in der Hoffnung, dass das Ding da gleich verschwindet. So, hier, da sehen wir also, Wind ist genau gegen uns, wie man das eigentlich haben will. Und wenn wir ganz kurz uns nochmal hier die Distanz angucken, sehen wir die gerade? Nee, warte mal ganz kurz nochmal zurück. Sehen wir da die Distanz? Ja, 280 Meter. Also ganz grob 300 Meter. Das klingt jetzt natürlich für den Anfang relativ viel, aber das ist schon eine Entfernung. Da muss man vorsichtig sein. Also ihr seht, ich bin jetzt aktuell geduckt und der Wind ist genau gegen mich. Also in der Theorie würde man jetzt denken, ja komm, was soll da schief gehen? Das Problem ist, das ist nicht die Theorie, das ist die Praxis und alle technischen Spielereien, die wir dann so als Menschen haben, zum Trotz, diese Tiere sind uns, was die Sinnesschärfe und Sinneseindrücke angeht, haushoch überlegen. Da weder was den Geruch noch den Wahrnehmungs-, also Sicht, das Sichtfeld und so weiter angeht, da können wir es nicht mit aufnehmen. Gut, wir können natürlich Farben und so weiter sehen, das können die nicht, die sind relativ farbenblind tatsächlich. Aber das ist ein schwacher Trost, weil was Bewegungen angeht, das können die extrem gut erkennen. Und jetzt in diesem gebückten Gang, also bei 200 Metern hier, da wird es schon langsam brenzlig und eng. Und jetzt bin ich schon bei 180. Also jetzt habe ich einfach diesen, in Anführungszeichen, Bonus, dass hier dieser Hügel da quasi die Sichtlinie bricht und da eben verdeckt. Und dadurch kann man dann noch ein bisschen mehr dahin geduckt gehen. Ansonsten würde ich mich jetzt schon auf den Boden legen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und das ist auch der Punkt, weil die Frage im Stream eben auch relativ häufig kam, ob ich dir dieses Spiel empfehlen würde. Da muss man tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, nein. Und das meine ich nicht despektierlich oder weil das ein schlechtes Spiel ist, aber ich würde es eben nicht einem Großteil der Leute empfehlen, weil die weitaus meisten Leute einfach nicht dieses Geduld-Setup mitbringen, das man eben für dieses Spiel wirklich braucht. Und das meine ich nicht despektierlich oder so, aber das ist halt wirklich, ich meine, hier, das wird jetzt so ungefähr eine halbe Stunde dauert das fast, bis wir mal an diesem Hirsch da dran sind. Und das ist ein einziger Hirsch und in diesem speziellen Fall, hat wirklich alles funktioniert. Also das hier ist nah an einem vorbildlichen 100% alles picobello funktionierten Abschuss eben dran und das hast du sehr, sehr selten. Also wir haben gestern
ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 4 Stunden gestreamt und wir haben 2 Hirsche geschossen und die 2 waren dann halt auch leider, muss man sagen, auch nochmal zu fit für die Quest. Also im Grunde haben wir in 4 Stunden nichts erreicht, wenn man es jetzt mal von der Warte betrachtet. Und das ist eben nicht für viele Leute geeignet. Also wenn man diese Geduld und eben ja dieses Durchhaltevermögen nicht mitbringt, dann ist das eben nichts für einen und den Leuten würde ich dann das Spiel auch nicht empfehlen. So ist das eben zu verstehen. Und ihr seht hier, wie bereits erwähnt, sehr, sehr kriechenderweise über sehr, sehr lange Strecken. Und auch da bedenken, dass die Erfahrung habe ich auch nochmal sehr leidvoll sammeln dürfen. Also auch bei mir läuft nicht immer alles nach Plan. Die kriegen einen relativ, auch da relativ gut, kriegen die einen spitz, wenn die mal so erstmal so einen leisen Verdacht gerochen haben oder gesehen haben. Also wenn ihr seht, die gucken in eure Richtung, bleibt wirklich erstmal eine ganze Weile nochmal am Boden liegen, weil Bewegung ist Bewegung und die kriegen sehr wohl den Unterschied zwischen sich bewegendem Gras und sich anpirschenden Raubtieren spitz. In dem Fall sind wir ja quasi so als Beutegreifer unterwegs. Das ist ja einfach mal so. Und wenn du eben ein quasi Darwin-technisch ein Beutetier eben darstellst, was eben von quasi allem anderen gefressen wird, dann ja, wirst du eben nicht lange überleben, wenn du da quasi bei allem erlaubst und gestattest, dass da eben ja, sich was an dich ranpirscht. Ne? Also das ist wirklich nochmal sehr, sehr realistisch gehalten alles und das ist echt cool. Also wie gesagt, ich kenne mich da ja tatsächlich ein bisschen aus. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer mit dem Faktor. Muss ich doch mal feststellen. Aber ja, wie gesagt, erfolgreicher Abschluss der Jägerprüfung und einige Jahre auf Jagd gegangen, da bleibt halt doch das ein oder andere Detail mal hängen. Und dementsprechend, ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl und ja, fast schon zu Hause. Jetzt mal also es ist halt die amerikanische Karte gut, Weißwedelhirsche und so haben wir hier zulande nicht, aber so die grundlegende Strategie, die ist eben im Grunde überall die gleiche, zumindest aus deutscher Sicht. Also das könnte jetzt auch ein Reh sein oder auch ein Wildschwein. Pirschjagd ist eben die absolute Königsklasse. Also noch urtümlicher kann es quasi nicht mehr werden. Gut, wir haben ein Gewehr, wir können auf gut 100 Meter schießen, aber damit hat sie es auch. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese 100 Meter, die musst du auch erstmal rankommen. Das ist jetzt, wenn man sich so eben jetzt weiter bewegt, eben schön kriechend und eben sehr vorsichtig, dann ist das nicht wild, aber nochmal, es ist sehr, verglichen mit vielen anderen Spielen, doch sehr unspektakulär und sehr langatmig, ohne das despektierlich zu meinen, weil so ist Jagd. Du bist da teilweise stundenlang auf allen Vieren unterwegs und versuchst da eben an irgendwas ranzukommen. Und wenn du Pech hast, dann waren die 3 Stunden für die Füße, weil dann hat dann irgendwie im falschen Moment irgendwie, weiß ich nicht, sich Licht in deinem Fernglas reflektiert oder sowas und die haben das dann gerade wahrgenommen oder so eine Scherze. Oder die haben einfach irgendwie irgendwas anderes wahrgenommen und sind deswegen abgehauen. Also da steckst du halt nicht drin. Und wenn man dann, also ja, wenn man das damit halt eben nicht umgehen kann oder so, dann ist das halt eben nichts für einen. Also da lernt man sehr, sehr, ich will nicht sagen eine sehr demütige Einstellung, aber so im Grunde schon. Also du lernst da sehr schnell, ja, dass man eben auch mal aufgeben können muss. Also auf Biegen und Brechen da einem Hirsch hinterher rennen, das bringt nichts. Also man muss auch einfach mal anerkennen können, wann man geschlagen ist. Und gerade hier in diesem Szenario, da zieht man doch, gerade bei Pirschjagd, zieht man sehr, sehr regelmäßig den Kürzeren. So, und hier muss ich mal ganz kurz pausieren. Ihr seht also, ich habe das jetzt mal auf 11 Minuten zusammengekürzt. Das ging deutlich länger, aber wie gesagt, man muss es ja nicht übertreiben. Das ist jetzt ein sehr, sehr interessanter Punkt, zumindest aus Sicht eines deutschen Jägers. Und zwar,
Es gibt in der deutschen Jagd die Grundsätze der Weitgerechtigkeit, nennt sich das. Das ist so ein Verhaltens-Ehrenkodex, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Das sind einfach so Anstandsregeln, auf die man sich eben mal geeinigt hat, ohne dass das dann direkt Gesetzeskraft hat. Aber das sind eben Sachen, an die wird sich eben gehalten, weil das ist einfach diese große Überschrift jagdlicher Anstand. Und wenn du da eben öfter in Anführungszeichen negativ auffällst, dann wirst du eben sehr, sehr schnell aus einem Revier auch wieder rausgeschmissen. Öfter kann im Grunde schon, heißt im Grunde zweimal. Also einmal ist keimer, wie man so sagt, aber zweimal ist schon einmal zu viel. Also einen Bock in Anführungszeichen kann man schießen, also jetzt nicht im wörtlichen Sinne, aber eben im übertragenen Sinne, einen Fehler kannst du dir mal erlauben, aber wenn dir dann eben öfter passiert und je nachdem, wie du dich dann entsprechend verhältst und damit umgehst, da wird eben sehr, sehr schnell sehr, sehr schnell reagiert. Also da ist ein sehr, sehr großer Selbstreinigungsprozess in der Jägerschaft drin und da wird also sehr, sehr schnell wird man da eben dann aus dem Revier geschmissen und kann dann gucken, wie man dann was anderes findet. Und Jäger sind natürlich auch ein sehr kommunikativer Haufen und wenn du dann eben, sagen wir mal, in einigen Revieren negativ aufgefallen bist, dann wird es sehr, sehr schwer bis nahezu unmöglich in der Umgebung nochmal dann irgendwo eine Jagdgelegenheit zu bekommen. Weil dann eben jeder, wie gesagt, darauf bedacht ist, zum einen, man will halt nicht negativ auffallen, als Jäger hast du eh schon ein schlechtes Standing, meiner unmaßgeblichen Meinung nach unverdienterweise, aber wenn man aktuell mal guckt, wir haben, weiß die aktuellen Zahlen nicht auswendig, ich glaube irgendwas um die 400.000 aktive Jagdscheine in Deutschland, das heißt, die Veganer sind es schon mindestens um Faktor 2 überlegen, wenn das mal reicht. Und ich habe nichts gegen Veganer, also ganz im Gegenteil. Ich wurde tatsächlich auch während meiner Jagdzeit, von Veganern wurde ich nie angegangen. Also ich kenne einige Veganer, ich kenne auch einige Vegetarier. Ich wurde niemals in meiner gesamten Jagdzeit, never ever, das muss man auch mal ganz kurz erwähnen, die Zeit sei mir bitte gegönnt, ich wurde nie von irgendwelchen Vegetariern oder Veganern angegangen, wie kann man denn jagen? Sondern ganz im Gegenteil, unisono, ausnahmslos, kam immer die Rückmeldung, also wenn ich Fleisch essen würde, dann wild. Weil das ist wirklich, also mehr Bio geht halt nicht. Das lebt da, wo es will, frisst das, was es will und wird halt eben wirklich handverlesen und eben extremst ausgesucht und dann eben sehr gezielt geschossen mit maximaler Effizienz und eben minimalstem Stress im Optimalfall. Also mehr Bio geht eigentlich nicht und insofern, da gab es eigentlich nie Probleme. Probleme gab es witzigerweise immer von den Leuten oder recht regelmäßig von den Leuten, die sehr viel Fleisch essen. Aber das ist ein anderes Thema. So, wie gesagt, die Grundsätze der Weitgerechtigkeit, eben so ein Verhaltenskodex, das ist eben unter anderem ganz, ganz weit oben dem Wild eine Chance geben. Das sehen auch viele als sehr zynisch dann an, aber dazu zählt zum Beispiel, dass man nicht auf sitzende oder liegende Tiere schießt. Weil das ist jetzt im Grunde, wenn ich auf den anlegen würde, das wäre wie Pappscheibe schießen, also wie eine Zielscheibe. Jetzt nicht, dass der auf die Distanz, was soll man da irgendwie knapp 100 Meter, nicht, dass der da irgendwie stehenderweise eine Chance hätte, aber 112 Meter, nicht, dass der da irgendwie eine Chance hätte, aber so willst du es ja auf der anderen Seite auch eben haben, sicher und kurz und schmerzlos. Wie gesagt, sitzender, liegenderweise, das gehört sich einfach nicht, aber auch schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, stehend hast du einen relativ guten Überblick, was die Anatomie angeht. Also da kannst du sehr, sehr gut und mit ein bisschen Routine sehr einfach abschätzen, wo ist jetzt das Herz, wo ist die Lunge etc. pp. Also wenn du das auf die Entfernung nicht abschätzen kannst, dann hast du andere Probleme. Aber dafür wirst du halt in der Jägerprüfung entsprechend genug gedrillt im Vorfeld. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann kannst du halt eben sehr gut abschätzen, warte mal, ich möchte jetzt da und dahin schießen, um dann eben einen sicheren Treffer anzubringen. Wohingegen, wenn die dann tatsächlich liegen,
so doof das klingt, aber ich meine, wir reden hier von, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viel schwer der war, ich glaube irgendwas um die 130 Kilo. Wenn du jetzt mal diese Masse lebendes Gewebe, sage ich mal, jetzt einfach mal von der stehenden Position in eine liegende verschiebst, dann logischerweise verschieben sich auch ein bisschen die, verändern sich ein bisschen die Proportionen und das Herz, wo man im stehenden Zustand noch sehr genau weiß, wo es ist, kann dann plötzlich mal, ne, manchmal ist der Teufel halt ein Eichhörnchen, wie man so sagt, dann kann das Herz eben mal ein Stückchen weiter sich verschieben, ne, oder auch die Lungen oder sowas. Und so, hier, das sieht man dann auch wieder schön. Also hier siehst du dann, alles klar, hier vorne, da willst du ungefähr hinschießen. Alles kein Thema, aber wie gesagt, wenn der jetzt liegt, dann könnte sich das eben verschieben. Und wie es der Beelzebub manchmal will, dann schießt man halt vielleicht auch nicht so ganz optimal aus dem perfekten Winkel. Dann schießt man halt eben dann nicht vorbei, aber eben nicht so effizient rein, wie man das eben möchte. Und dadurch verursacht man dann eben im schlimmsten Fall dann halt eben vermeidbare Schmerzen und Leiden für das Tier, und das willst du natürlich noch viel weniger. Deswegen wird nur im Stehen geschossen. Das Gleiche gilt für den Punkt, den wir jetzt gerade sehen. Ich könnte jetzt ohne Probleme, vollkommen schmerzfrei, ich meine, ich bin wirklich, also besser geht's fast nicht, exakt auf 100 Metern, ich könnte jetzt ohne Probleme, könnte ich hier jetzt reinschießen, und bin mir auch relativ sicher, dass das funktionieren würde. Aber wenn wir jetzt mal wirklich realistisch sein wollen, ihr seht hier das ganze Grünzeug. Das wäre oder könnte, auch da wieder, der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen, könnte dazu führen, dass unser Geschoss um ein paar Millimeter abgeleitet wird. Das wird bei der Distanz nicht viel ausmachen. Wenn überhaupt, weil auf 100 Meter hat die halt, ne, da reden wir hier von 3000 Joule, das ist richtig, richtig heftig, also ne, aber wie gesagt, manchmal steckt der Teufel halt eben im Detail und ist ein Eichhörnchen. Es könnte tatsächlich passieren, dass uns die Flora in diesem Fall einen Strich durch die Rechnung macht und eben das Geschoss so weit abgeleitet wird, dass eben nicht mehr ein letales Organ getroffen wird, sondern dass man eben wirklich dann nur einen Krankschuss erreicht, also das Tier dann wirklich erstmal relativ lang leiden muss, bis es dann irgendwie mal stirbt. Das willst du nicht. Also das sind solche Sachen, die man üblicherweise auch beachten muss. Ich bin jetzt einfach mal aus spielerischer Sicht davon ausgegangen, das wird nicht irgendwie negativ zu Buche schlagen, tut es auch nicht. Aber der viel entscheidendere Faktor an der Stelle, also das war jetzt hier das mit dem Buschwerk, das war jetzt einfach nur mal so als Info nebenbei zu sehen, das wird im Spiel so nicht abgebildet. Also gut, wenn da jetzt ein Baum im Weg ist, das wird wahrscheinlich auffallen, klar, logisch. Aber der viel wichtigere Punkt ist, der Kopf ist unten, also das Haupt. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, warum man nicht schießen sollte. Es ist nicht explizit verboten, aber das fällt eben wieder unter diesen Bereich jagdlicher Anstand. Da schießt man nicht. Das hat schlicht und ergreifend den Punkt, wenn man hier jetzt nicht sauber treffen würde. Und man hätte den, also jetzt nicht, man hätte jetzt nicht das Herz getroffen, es würde also nicht im Schuss down machen, sondern würde eben noch weglaufen. Dann wäre die erste Reaktion, logischerweise, der Kopf wird nach oben gerissen. Und um das jetzt zu verstehen, bemühe ich mich jetzt mal den mit einem Vergleich nicht falsch verstehen. Das ist im Grunde wie bei einem Auto, wenn der Tank leer ist und du bist quasi im Reservetankbereich. So doof das jetzt klingt. Folgende Erklärung. Grundsätzlich, damit so ein Organismus funktionieren kann, habt ihr ja einen Blutkreislauf. Und ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Auf der einen Seite wird halt eben Blut wird in Lungen angereichert mit Sauerstoff, wird eben durchs Herz mit Hilfe vom Herz durch den ganzen Kreislauf gepumpt. Das heißt, du hast auf der einen Seite geht sauerstoffreiches Blut ins Herz eben rein, wird da eben aufgenommen und verteilt, und dann geht auf der anderen Seite eben sauerstoffärmeres Blut wieder raus, und so zirkuliert das Ganze. Das ist quasi wie die Treibstoffzufuhr beim Auto. So. Und was du jetzt natürlich erreichen kannst oder was passieren wird, wenn du eben so einen nicht tödlichen oder direkt tödlichen Treffer landest, ist halt eben natürlich ein sehr, sehr großer Faktor der Blutverlust. Das ist in den weitaus meisten Fällen wird der dann zum Tod führen, aber das dauert eine Weile.
Logischerweise, weil die haben bei 130 Kilo, da sind schon ein paar Liter drin, die müssen halt erstmal in so einer signifikanten Menge raus, dass das erstmal halt zum Zusammenbrechen vom Kreislauf führt. Das ist alles nicht so schön, aber man muss es ja einfach mal so sagen. So. Das Problem, was sich jetzt daraus ergibt, wir bleiben, also das wäre quasi dann, der Tank wäre jetzt so halb leer oder halb voll, wie auch immer. Und mit einem halb vollen Tank kommst du nicht weit. Vollkommen nachvollziehbar. So, was jetzt aber passiert, in dem Moment, der den Kopf hochreißt, der wird natürlich auch erstmal nochmal, logischerweise, das sind Reflexe, der wird erstmal nochmal richtig Luft einziehen, den Kopf hochreißen und lospreschen. Und um jetzt den Vergleich mit dem Auto nochmal zu ziehen, das ist im Grunde, du hast einen halb oder quasi einen Reservetank. Also du hast im Auto, der Tank ist im Reserve, das Benzin ist im Reservebereich. Du musst jetzt schon eigentlich sehr, sehr aufpassen. Aber jetzt auf einmal kommt von außen einer, kippt dir nochmal so einen riesen Kanister voll Sprit in den Tank rein und du hast einen rechten Fuß voll auf dem Gaspedal. Das heißt, im Verhältnis zu der vorherigen Situation wirst du richtig nochmal Strecke gut machen können, die du vorher eigentlich nicht hättest vorstellen können. Und das ist genau das, was passieren wird. Dadurch, dass der Kopf nach oben geht, kriegt der ganze Kreislauf nochmal einen richtig ordentlichen Schwung sauerstoffreiches Blut da rein, was natürlich auch ein bisschen dazu führen wird, dass der schon nochmal schneller ausbluten würde. Aber wie gesagt, der deutlich größere oder problematischere Faktor ist eben, da wird mehr sauerstoffreiches Blut in den Kreislauf kommen und damit verlängert sich die Fluchtstrecke ganz, ganz massiv. Das ist der Punkt dahinter. Also das hat schon seine Gründe, warum manche Sachen so gehandhabt werden. Und deswegen hier, ich hätte locker schießen können, aber wie gesagt, mit dem Hintergrundwissen, du kannst dir niemals, auch wenn man jetzt hier extrem sicher sein kann, dass das 100% tödlicher Treffer sein wird. Du weißt es nie zu 100%. Es kann immer irgendwas passieren. Der springt plötzlich, weil er, keine Ahnung, von der Wespe gestochen wird, springt der plötzlich aus dem Stand einen halben Meter in die Luft. Man weiß es ja nicht. Es kann so viel schiefgehen. Deswegen, man kann sich nie 100% sicher sein. Und diesen Unsicherheitsfaktor, den willst du halt eben so gut es geht vermeiden. Und wenn du halt eben mal da stehst, und das ist eben eine Situation, die willst du eben nicht erleben. Das ist genauso unnötig wie mit leerem Tank auf der Autobahn irgendwie mal plötzlich stehen, wo man an alle paar Kilometer eine Tanke hat. Das ist auch unnötig wie sonst was. Und genauso wenig willst du halt als Jäger, willst du da quasi nachher vor deinem Jagdherrn quasi so stramm stehen müssen und sagen, ja, der Hirsch ist so und so weit weggelaufen. Ja, wieso? Wie konnte der denn, weil du siehst ja dann, wo du hingetroffen hast, wie konnte der mit dem Treffer noch so weit schießen? Und wenn du eben Leute hast, die sich dann mit dem Thema auskennen, werden die sehr schnell fragen, warte mal, hat der den Kopf oben oder unten gehabt? Das merkst du sehr, sehr schnell, auch anhand der Fluchtstrecke und wie viel Blut da liegt. Da spricht man dann im jagdlichen Sinne von Schweiß. Also wenn das Blut den Körper verlässt, ist es Schweiß. Deswegen heißen die auch Schweißhunde und nicht Bluthunde. Auch nochmal an der Stelle was erklärt. Und du willst nicht in der Situation sein, sagen zu müssen, ja, sorry, lieber Jagdherr, du hast recht, nee, ich hab's besser gewusst. Ich wurde ja da geprüft, wie alle anderen auch. Das ist Teil der Jägerprüfung und das sind so Fragen, die werden dir gestellt. Und du willst einfach dann nicht vor deinem Pächter stehen und sagen müssen, ja, sorry, ich habe wieder besseres Wissen auf den Hirsch da geschossen. Aber ja, der hat halt den Kopf unten gehabt. Ich war gierig und wollte den halt unbedingt zur Strecke bringen. Das macht man einfach nicht. Und das sind halt solche Momente, das sind vermeidbare Probleme. Und jetzt legt er sich auch noch hin. Also der hat es uns wirklich nicht leicht gemacht. Aber auch das ist Jagd. Und das sind Situationen, die willst du eben nicht. Und da kriegst du dann halt auch im wahren Leben vollkommen zu Recht richtig auf die Finger geklopft. Weil das macht man einfach nicht. Punkt um. Na, das wird in anderen Ländern anders gehandhabt. Da interessiert es keine Sau, mal so plakativ und brutal formuliert. Aber das machst du in deutscher Jagd, bei deutscher Jagd machst du das eben nicht. Da ist das wirklich ein sehr, 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 sehr großes No-Go. Und das ist halt auch so ein Punkt, ohne da jetzt andere Nationen oder so irgendwie shame oder blame zu wollen. Da müssen wir doch eben sehr viel, als deutsche Jäger müssen wir da sehr viel ausbaden, was amerikanische Jäger anrichten.
Weil wenn man sich so amerikanische Jagdmethoden anguckt, da dreht sich dir als, sag ich mal, deutschem Jäger, dreht sich dir dann doch schon relativ regelmäßig da der Magen um. So, jetzt ist im Grunde bis auf hier dieses kleine Blättchen, aber wie gesagt, 3000 Joule und 80 Meter, also da kann jetzt wirklich nicht mehr viel schief gehen. Den schießen wir jetzt und an der Stelle die aller wichtigste und oberste Regel und Tipp gleichzeitig. Wenn ihr, egal was ihr beschossen habt, sofort das allererste, was ihr macht, nachdem ihr geschossen habt, ihr bleibt stehen und behaltet, Zielfernrohr, Fernglas, völlig egal, das Tier im Auge, das ihr beschossen habt. Ihr bewegt euch keinen Zentimeter. Weil das habe ich so oft in verschiedenen und allen möglichen anderen Streams gesehen. Also da möchte ich fast durch den Monitor greifen. Ihr bleibt stehen. Ihr bewegt euch keinen Zentimeter. Und ihr merkt euch sehr genau, und auch dafür ist halt eben so ein langsames Anpirschen sehr geeignet. Ihr merkt euch, so gut es geht, wo ihr euer Ziel beschossen habt. Das heißt, zum Beispiel könnte man jetzt hier sich merken, warte mal, da hinten ist ein Baum, dass man sich dann diesen Baum ganz groß im Hinterkopf irgendwie merkt und dann hat man dann so ein paar Meterchen davor. Hier ist noch ein anderer Baum in der Nähe. Also so ganz grob, das wäre jetzt so ein Punkt hier. Ich habe das gerade nicht gemutet, sorry. Diesen Baum würde man sich jetzt zum Beispiel merken. Es ist relativ hell, es ist eher so ein offener Bereich. Den Punkt würde man sich merken. Und wenn der jetzt nicht direkt tot am Boden liegen würde, würde man dann halt erstmal gucken, wohin läuft der? Weil das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Dann weiß ich schon mal grob, in welche Richtung ich zu suchen habe. Und ihr behaltet den so lange es irgend geht im Auge, bis ihr entweder ihn nicht mehr sehen könnt, weil er außer Sicht verschwindet, also irgendwelchen Büschen oder Bäumen oder sonst was, oder er vielleicht tot zusammenbricht. Weil das kann ja auch sein. Also, dass die mal wirklich direkt an Ort und Stelle down machen, das ist sehr, sehr selten. Da muss man schon sehr genau zielen und sehr gut treffen. Das passiert eher selten, also auch im wahren Leben. Das ist natürlich so, das, wie man sich das wünscht und vorstellt. Aber im weitaus meisten Fall werden die Fluchtstrecken irgendwas so zwischen 0 und 50 Meter noch machen. Und gerade am Anfang ist man natürlich hypernervös, man hat erstmal einen Wahnsinnspuls, aber trotzdem behaltet den so gut es geht im Auge, guckt, wo der hinläuft und noch viel wichtiger, das ist dann schon die Profilversion, guckt, wie der läuft. Wenn der noch so quasi quietsch, fidel und kerngesund aufrecht laufen wird, dann könnt ihr euch mal, ne, einen Schokoriegel der Wahl holen. Das wird ein Weilchen dauern, bis er den findet, weil dann habt ihr nichts Lebenswichtiges getroffen. Das wird eine lange Suche. Wenn der, und das ist sehr gut im Spiel abgebildet, wenn der aber den Kopf einzieht, hängen lässt und eher so zusammengekrümmt läuft, dann könnt ihr euch sehr sicher sein oder relativ sicher sein, dass ihr einen letalen Schuss gelandet habt, der wird relativ schnell zusammenbrechen, aber ihr müsst trotzdem dabei bleiben. Das, wie gesagt, ist das alleroberste Gebot, wenn ihr geschossen habt, unabhängig davon, auch wenn ihr daneben geschossen habt. Guckt euch an, wo der hinrennt, guckt euch an, wo ihr hingeschossen habt. Und bevor ihr loslauft, ihr könnt ja dann nochmal, nachdem ihr euer Ziel, euer Hirsch oder was auch immer ihr da im Ziel hattet, ihr könnt ja dann nochmal zurückschwenken. Und mutmaßlich da, wo ihr beschossen habt, könnt ihr ja noch einen Marker setzen. Das ist super mega hilfreich, weil in-game wir haben keine, also außer vom Multiplayer, aber da müsste quasi zwei Leute immer direkt beieinander stehen. Ihr habt keinen, der da sonst noch gucken kann und euch bei der Orientierung helfen kann. Und ihr habt keine Jagdhunde. Also klar, Multiplayer kann funktionieren, aber da weiß ich halt nicht, wie genau das funktioniert. Multiplayer habe ich noch nicht gespielt, aber und Jagdhunde gibt es aktuell auch noch nicht, also insofern keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht kommt das per DLC, ich weiß es nicht. Aber sie haben ja schon angekündigt, bei der Roadmap, sie werden die Blutspuren, das Auffinden und Nachsuchen vereinfachen. Insofern, das wird also auch noch mal ein bisschen besser werden, aber wie gesagt, da extrem wichtig. Behaltet euer Ziel im Auge, guckt, wo das hinläuft und vor allem wie. Damit macht ihr euch das Leben so viel einfacher. Weil ansonsten, wenn ihr euch dann hier, ne, überall Wald, Grün und Bäume,
wenn ihr euch einmal im Kreis dreht, ihr habt keine Ahnung mehr, wo ihr suchen müsst. Und deswegen so fokussiert wie irgend möglich bleiben. Und in dem Fall, gut, 10 von 10, da kann man nicht meckern. In dem Fall sieht man, alles klar, der steht auch nicht mehr auf. Deswegen habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen geguckt. Das kann im wahren Leben auch mal passieren. Da bleibt dir dann tatsächlich als Anfänger nicht nur das Herz, sondern auch die Luft weg. Der macht im Knall down, denkst du, juhu, willst quasi schon so, oh Gott, geschafft, kein Krankschuss, keine Fluchtstrecke, und dann steht er plötzlich nochmal auf und läuft weiter. Also als ich das erste Mal hatte, da habe ich fast einen mittelschweren Herzinfarkt bekommen, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Also da war ich wirklich kurz davor zu kollabieren. Da hatte ich dann Gott sei Dank einen Pächter nebendran, der dann ganz beruhigend auf mich eingeredet hat, gesagt, ruhig, das kann passieren, alles in Ordnung. Da habe ich also wahnsinnig viel Glück gehabt, hatte wirklich einen ganz, ganz fantastischen Jagdherrn, der sich da wirklich auch dann auch mal entsprechend da die Zeit genommen hat. Und da sehen wir es, im Knall down gemacht, so will man das haben. Und ansonsten hier, das wäre echt schwer, sich zu orientieren. Ne? Also das deswegen, das wird nicht leicht, ist aber auch realistisch. So, was hier jetzt auch sehr, sehr interessant ist, und deswegen, dafür finde ich das Spiel halt auch super, ihr könnt hier, könnt ihr halt hin und her zoomen, wie ihr Lust und Laune habt, und könnt euch halt genau angucken, die Flugbahn, den Geschosswinkel und das alles, das ist super spannend, finde ich halt eben mit dem Wissen im Hintergrund. Ihr seht zum Beispiel hier diesen roten Konus, das ist quasi die Geschosswirkung im Wildtierkörper. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir alle nur Vollmantelgeschosse schießen, was jetzt zum Beispiel, das ist hier, der Teil ist jetzt jagdlich vollkommen unrealistisch. Also mit sowas, wenn irgendeiner sehen würde, dass du mit Vollmantelgeschossen im Revier schießt, da hättest du aber, also der wird ja sowas mit dem Stiefel in den Hintern treten, der wird oben wieder rauskommen. So schnell könntest du gar nicht gucken. Also das ist, da ist halt die Gefahr vom Krankschießen sowas von gegeben. Das ist zum Beispiel auch das Riesenproblem, was zum Beispiel die Polizei regelmäßig hat, wenn die bei Wildunfällen auftauchen, weil die haben ja Vollmantelgeschosse, also sprich, das wird jetzt auch zu weit führen, aber das ist halt eben das ist halt hier im Grunde, der Schusskanal ist quasi wie mit der Bohrmaschine. Wir unterstellen hier 243 Remington, was sind das nochmal, das ist irgendwie 6 mm irgendwas. Das heißt, du hast ein Einschussloch von 6 mm, dann hast du den Schusskanal, das sind konstant 6 mm und Ausschuss sind dann auch wieder 6 mm. Das ist wie mit der Bohrmaschine einmal da durch. Und dadurch hast du halt relativ wenig Gewebeschaden. Aber das ist ja im Grunde, so brutal das dann eben auch wieder für Nichtjäger klingt, das ist ja das, was du haben willst, weil du willst das Tier ja nicht verletzen, du willst es töten. Und dafür, um das zu erreichen, musst du eben einen maximalen Gewebeschaden halt versuchen zu erreichen. Und wie viel du dann quasi schlussendlich an Fleisch auf dem Teller liegen hast, das ist dann auf dem anderen Blatt Papier. Aber du willst in allererster Linie erstmal sicher gehen, dass das Tier eben möglichst schnell tot ist, weil es soll ja nicht leiden. Und das kannst du hier eben sehr schön sehen. Das wäre halt zum Beispiel hier diese Druckwelle, die dann das Geschoss mit der eben hat. Und auch hier das, der abnehmende Bereich, das ist richtig, richtig gut gemacht. Das wäre halt relativ genau so, wie sich das im Körper verhalten würde, als Vollmantelgeschoss. Jagdlich würde man wahrscheinlich eher, also ich persönlich war ein Riesenfan von Deformationsgeschossen, aber das ist ein anderes Thema, das schenken wir uns mal, das bringt uns spielerisch nicht weiter. Aber das ist sehr gut abgebildet. Also das wäre tatsächlich diese sogenannte Tiefenwirkung, hier dieser Höhlungsschaden. Das ist halt, hier sieht man das nochmal sehr schön, das ist quasi genau der Punkt, das Geschoss schlägt hier eben auf, kommt dann, hast du hier halt eben quasi so die Aufprallenergie und ab hier baut die Energie dann langsam ab. Das ist dann quasi so, ne, so die erste Tiefenwirkung im Körper und dann rauscht es halt da hinten raus. Das siehst du auch sehr, sehr schön bei ballistischer, wie heißt denn das? Hier Wackelpudding, ballistische Gelatine, das war das Wort, das mir gerade nie einfallen wollte. Da gibt es auch fantastische, hochspannende Videos, wo man dann eben genau so eine Geschosswirkung eben sich angucken kann, wo die dann in so einen Gelatineblock schießen. Und du halt genau siehst, wie sich dann so ein Geschoss quasi in so einem Körper verhält. Das ist super interessant, also wenn man sich für sowas interessiert. Da kann man das halt genau nachvollziehen und dann sieht man dann halt auch die Stärken und oder Schwächen von verschiedenen Geschosstypen. Aber wie gesagt, das kann man hier eben alles sehen. Das ist alles nicht das Problem. Dann
sehen wir hier 84 Meter, das ist echt, da kann man nicht meckern. Es ist, also, und ihr habt es ja gesehen, es dauert, aber es ist halt wirklich kein Problem, an so ein Stück Wild ranzukommen. Man muss halt eben, das ist halt der Punkt, den ich gesagt habe und gemeint habe, das ist der Punkt, warum ich dieses Spiel nicht jedem empfehlen würde. Man muss eben dieser Typ Mensch sein, man muss sowas mögen, sich da eben entsprechend anzupirschen und so weiter und dann eben auch mal notfalls mal hier ja, Kritik an sich selber üben und eben analysieren, woran hat es gelegen. Und das kann man hier eben sehr, sehr schön machen und sehr, sehr schön sehen. Und da sehen wir zum Beispiel hier auch nochmal Aufprallenergie und das ist empfohlene Aufprallenergie. Und das Herz, das war gerade noch so da drin. Also das Geschoss, das verliert schon einiges, bis das mal beim Herz ist. Und ich meine, wir reden jetzt hier gerade mal von einem Maultierhirsch, gleich kommt die Übersicht, ich glaube irgendwas 130 Kilo oder sowas. Da geht sehr, sehr schnell sehr viel Energie flöten, weswegen ich dann, ich meine, bin halt extremst pleite, weil ich mir gerade vorher die ganzen Zielfernrohre und das alles gekauft habe. Also Zielfernrohr und Lockinstrumente und sowas. Und also die nächste Anschaffung von meiner Seite aus wird die 308 werden, wobei die halt unverhältnismäßig viel teurer ist als die 300 Remington, 300 Winmark, Quatsch, was sage ich denn da? Die 300 Winmark, aber die 308, das ist halt auch ein extrem hochwertiges Wurzelholz am Schaft und so, schätze ich mal, dass das das repräsentiert, aber rein jagdlich ist die 308 ein ausgezeichnetes Kaliber. Das wäre dann doch nochmal ein deutlicher Zuwachs, was hier die Joule angeht und aber auch die Zuverlässigkeit. Und von daher wird das so definitiv das nächste Marschziel werden. Das ist auch so ein Punkt, den ich nicht verstehen kann, dass eben wirklich so die absoluten Overkiller hier die 30, die 300 Win, wieso sage ich eigentlich 300, egal, die 300 Winmark und die 338 Lapua, warum die so viel günstiger sind als die 308, aber gut, dann sei es wie es sei. So, und das hier ist tatsächlich der Punkt, warum, das habe ich auch erst relativ spät geschnallt. Also das ist so der eine Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Wir sollen ja für unsere Quests, sollen wir ja fünf Maultierhirschböcke schießen, also männliche Tiere, und mit einer Gesamtfitness unter 40%. So, und nirgendwo findest du diesen Wert, außer hier. Das hier ist die einzige Stelle, wo du die Fitness findest. Und auch das nur. Das hier ist halt so ein Symbol für so ein, hier für so ein Gen, wie heißt denn das hier so? Ach, Wortfindungsstörung, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt hier wie bei Jurassic Park, so ein Genstrang, DNA-Strang, danke, jetzt habe ich es. Das ist der einzige Hinweis und die einzige Möglichkeit, diese Info zu bekommen, ist halt, wenn ich das Tier schon totgeschossen habe. Das finde ich ein bisschen schade, weil das ist eine Info, die sollte definitiv ans Fernglas und/oder Zielfernrohr dran gepinnt werden. Weil auf der einen Seite, in gefühlt jedem zweiten Questtext wird die ethische Jagdweise betont. Du hast auch eine fantastische Quest, die das eben auch nochmal widerspiegelt mit den fliegenden Enten, also wo dann explizit nochmal die Quest ist, hier nicht auf sitzende Enten schießen, wo genau das dann erklärt wird, dass du eben aufgrund von jagdlichem Anstand nicht auf sitzende oder liegende Tiere schießt. Also auf der einen Seite wird so viel auf die Ethik gepocht und auf der anderen Seite, ja, dann niete einfach mal hier so viele Hirschböcke um, wird schon irgendwo passen. Irgendwann hast du halt genug erwischt, die dann da quasi so den Genpool nicht aufwerten. Und auf der anderen Seite, wenn du mal ein oder zwei weibliche Stücke geschossen hast, dann bekommst du in riesengroß den Hinweis, hier denk dran, die Bestände, wenn du zu viele weibliche Tiere schießt, dann leiden die Bestände und dann nimmt der gesamte Bestand ab. Also auch so komplexe Mechaniken, die absolut realistisch sind, auch die sind im Spiel drin. Und auf der anderen Seite musst du dann aber quasi so eine Quest einfach aufgrund der ja, blinden Masse irgendwo hinbekommen. Da bin ich dann kein so großer Fan von, muss ich sagen. Also das ist dann irgendwie so ein bisschen inkonsequent, weiß ich nicht.
Genauso mit der Trophäenwertung. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach, ja, natürlich, Trophäe ist das Geweih. Auf der anderen Seite sollte da aber auch definitiv mit einfließen die Tötungswirkung und die Fluchtdistanz, sprich jeder Meter, den dein Ziel eben mehr flüchtet, desto mehr kriegst du Punkte abgezogen, um eben eine möglichst schneller, möglichst sicherer Schuss eben zu belohnen. Das müsste da definitiv meiner unmaßgeblichen Meinung aus Sicht als deutscher Jäger da rein. In-game ist es tatsächlich so, je weiter entfernt du auf ein Stück Wild schießt, desto höher ist diese Trophäenwertung auch. Das ist halt was, das hat mir schon bei Call of the Wild keinen Spaß gemacht. Und da gibt es dann tatsächlich, kann ich mal spoilern, gibt es später eine Quest, wo du einen Dachs schießen sollst, den mindestens auf 4 Sterne, mit mindestens einer 4-Sterne-Trophäenwertung und. Ein DAX ist jetzt, also amerikanischer DAX, europäischer DAX, das gibt sich nicht viel. Den sollst du, um halt auf 4 Sterne zu kommen, musst du halt auf mindestens vier, ich glaube 450 Meter oder sowas schießen. Und den auf so eine Distanz zu treffen, alter Schwede, das ist, ja. Also da siehst du von dem DAX, wenn der mal so groß ist wie der Stern auf 400 Meter, dann ist es viel. Bin mal gespannt, ob ich mir das überhaupt gebe und falls ja, wie lange ich da dran sitze. Das wird richtig, richtig sportlich, weil da siehst du halt überhaupt nichts mehr. Aber sei es, wie es sei. Ja, das wie gesagt so der eine Punkt. Also wenn ihr mal an der Quest seid, 5 Hirsche mit einem Fitnessfaktor um die 40% hier, das ist der Wert. Der eine, den seht ihr dabei erst, wenn das Tier tot ist. Kann natürlich sein, dass, wie gesagt, bis jetzt haben wir noch keinen Patch bekommen. Dass das alles in einem großen Patch aufgearbeitet wird. Also insofern bin ich relativ hoffnungsfroh und glücklich in Anführungszeichen, dass da noch kein Patch kam. Weil das für mich zeigt, die sammeln erstmal ihre ganzen Bug-Reports, priorisieren das Ganze dann, sortieren und katalogisieren das Ganze und gucken dann eben, in welcher Priorisierung sie das dann abarbeiten. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Art, das Ganze anzugehen. Und so, wenn man mal ganz ehrlich ist, wirklich Game-Breaking-Bugs gibt es ja nicht im Spiel. Also wir hatten im Stream gestern einmal den Fall, wenn wir uns an diese eine Jagdhütte schnell gereist haben, da sind wir durch die Karte gefallen. Das war aber auch das Einzige. Und also, wenn man dann nochmal an die Haupthütte zurück ist, das ging ohne Probleme. Also das ist nicht das Thema und insofern so viel Handlungsbedarf ist da aktuell nicht. Klar, besser geht immer, aber da sollen sie ruhig die Zeit nutzen und dann was Vernünftiges dann da hochladen. Da haben wir alle was davon. So, das ist jetzt wahrscheinlich wieder deutlich länger geworden als geplant. Sorry, aber das, wie gesagt, sind halt so die Infos, die ich dann an der Stelle dazu hätte. Und im Zweifelsfall, gerade bei so komplexen Themen, finde ich es persönlich eben immer wichtig, das dann doch mal lieber mit einem Satz mehr zu erklären. Einfach, ja, es gibt nicht immer so eine einfache, schnelle aus dem Hut Zauberlösung. Das geht nicht immer. Und gerade bei so Themen, da ist mir dann doch persönlich sehr, sehr wichtig, dass man das dann genau versteht. Und deswegen seht es mir nach, wenn es dann ein bisschen länger dauert. Aber bis jetzt seid ihr da sehr, sehr zufrieden und das freut mich wiederum. Und ja, auch an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz, ganz tolle, viele Feedback bis jetzt. Also da bin ich echt, ja, ein bisschen überfahren, weil damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass das so gut ankommt. Aber ja, krass. Vielen lieben Dank euch. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal helfen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Dann können wir uns darüber gerne mal unterhalten. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut. Horido und Weidmanns Heil.